Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein 1, 2, 3, 4-fach Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe bei Miss Curly Wachs eingekauft, ich habe bei Douglas eingekauft, bei Neonail und bei Colourpop. Also es sind im Prinzip alles relativ außergewöhnliche Sachen, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir starten einfach mal mit Miss Curly Wachs. Die liebe Jenny ist bei uns in der Trashy-Gruppe drin und ich habe auch einen Code für euch. Der müsste jetzt auch dann wahrscheinlich eine Woche oder 10 Tage gelten. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das sind meistens 10% Rabatt ab einem gewissen Bestellwert. Ich glaube 25 Euro. Schaut gerne bei ihr vorbei. Sie gießt nämlich selber Wachse und die Düfte, die sie dort in ihrer Wachsmanufaktur hat, die sind halt ganz speziell. Also das sind wirklich sehr vollmundige Düfte, die aber keine Kopfschmerzdüfte sind. Das sind einfach mal ganz andere Sachen. Also nicht dieses Klassische, was man halt auch so findet, wenn man ganz normal bei DM oder so sich die Duftwachse halt holt. Und sie hat uns alle echt angesteckt und in das Duftwachsfieber reingezogen. Und ich habe bei ihr bestellt, einfach weil ich mich umgeschaut habe und wieder gedacht habe, es wäre mal wieder Zeit, denn ich habe ja auch so einen Meltwarmer. Und weil eine bei uns aus der Trashy-Gruppe, die liebe Like Daisy in Spring, Sarah Isabel, hat, wenn ihr das Video seht, schon Geburtstag gehabt. Und sie hat tatsächlich einen Duft, der Daisies heißt, also Gänseblümchen. Und der musste natürlich mit, ne? Den habe ich zweimal bestellt, einmal für Sarah Isabel und einmal für mich. Und das riecht wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir riechen Gänseblümchen, Leute. Wie Gänseblümchen halt. Es hat eine leicht fruchtige Note mit dabei. Leicht blumig, aber halt total sanft. Und weil ich ihr gesagt habe, dass es halt für Sarah Isabel ist, hat sie gesagt, ich leg dir nochmal was mit dabei, ne? Und die ist echt verrückt, die Frau. Thank you for your order. Hat sie nochmal draufgeschrieben. Und da haben wir hier ein wirklich sehr speziell gegossenes Daisies Wachs. Das hat sie extra gemacht. Also mit Love. Also vielen, vielen Dank, liebe Jenny. Das ist total großartig. Ich denke, dass Sarah Isabel sich da mindestens genauso drüber freuen wird wie ich. Ich hatte das ausgepackt und oh mein Gott, wie geil bist du bitte, ne? So, so cool. Und ja, ne? Es ist echt, echt toll. Genau. So, dann habe ich mir auch noch mitbestellt. Opas Lieblingssessel. Das fand ich so witzig. Ja, wie stellt man sich Opas Lieblingssessel vor, ne? Eigentlich schon so ein bisschen ledrig oder polsterig. Das ist ein Duft. Den muss ich halt wirklich in warm mal riechen. Weil so hier drin mag ich den jetzt nicht so ganz gerne. Das riecht halt wirklich nach einem Möbelstück irgendwie. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Möbelhaus irgendwie riecht, ne? Aber okay, ich fand das einfach witzig. Dann habe ich mir so eine Tafel mitbestellt, nennt sich Schutzengel. Und die hat sie auch just mir gerade erst gegossen. Und guck mal, wie hübsch die ist mit diesen Herzchen drauf, ne? Und dann dieser Farbverlauf. Ich weiß gar nicht, hat das irgendwie... Ich guck mal hier auf den Lieferschein. Bei manchen ist es nämlich wirklich dann auch ein Dupe zu Parfums, die es so gibt. Das ist einfach eine Herztafel, ne? Also das, ich kann eigentlich Nuancen einblenden, wie das halt riecht, ne? Aber da rieche ich jetzt nichts raus. Nö, rieche ich nicht. Also doch, warte. Entweder riecht das wirklich danach oder es ist eins von den anderen Duftwachsen, was dann den Duft abgegeben hat. Das könnte leicht vanillig riechen. Dann habe ich hier ein Waffelherz Chloé d'Eau. Also ja, da es sind die Duftnuancen auch immer auf der Homepage aufgeführt. Da müsst ihr euch einfach mal durchklicken. Ne? Sie hat es auch nach unterschiedlichen Düften gestaffelt, was man halt gerne mag. Ja, da rieche ich jetzt nicht viel raus. Dann habe ich hier Magic Mikey. Das sind diese Schokotafeln quasi. Das ist ein Jop-Dupe. Nennt sie übrigens Riegel und nicht Schokotafeln, Claudi. Ja, das ist dann halt eher ein etwas maskulinerer Duft. Boah, ja, der riecht hier krass raus. Hui, der steht mir gerade in die Nase. Sehr würzig. Dann habe ich als schöne Alternative dazu Winterberries, also quasi Winterbeeren. Und Sammy sitzt neben mir und braucht gerade ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja gut, es ist 18:30, Mausi. Eigentlich ist jetzt so deine Essenszeit, ne? Möchtest du einfach anstatt von deinem Abendbrot erstmal ein Leckerchen kriegen? Ich glaube, damit kommt der klar. Ja, nom nom, nehme ich gerne, brauche ich. Nom nom nom. So, dann habe ich hier The Real Alien. Ja, ist natürlich ein Dupe zu dem Alien, ne?
von Thierry Mugler. Da bin ich gespannt, wie er im Meltwarmer riechen wird, aber ich finde den Duft an und für sich großartig, mag ich gerne. Und dann habe ich als letztes noch My Mr. G. Und My Mr. G ist... Nein, My Mr. G ist das YouTube. Und was ist mit Magic Mikey? Das ist das Dior Homme Dupe. Genau, so. Jetzt habe ich es richtig rumgesagt. Entschuldigung. Habe ich mich vertan. Mr. G. Riecht auch echt angenehm. Und dann hat sie mir noch was mit beigelegt. Liebe Claudi, ich bedanke mich für deine Bestellung. Zusätzlich sende ich dir ein paar Duftproben mit deiner Jenny. Da haben wir auch echt ein Glück, ne? Dass sie uns diese Duftproben auch immer mit ins Trashy legt. Und das ist allerhand Duftproben. Da kann ich mich durchschnüffeln. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny, dass du die Goodies mit dazu gelegt hast, dass du für Like a Daisy in Spring das Geburtstagsgeschenk mit dazu gelegt hast und so. Also richtig, richtig cool. Und wie gesagt, schaut gerne bei ihr vorbei. Der Code ist Claudi mit einer gewissen Anzahl von I's. Ist aber auch alles in der Infobox verlinkt. So, jetzt kommen wir mal zu dem Douglas Haul. Ich plane nämlich, ein Fullface Douglas zu schminken. Das habe ich schon letztes oder vorletztes Jahr mal geplant gehabt, habe aber nie wirklich, das durchgezogen. Und jetzt habe ich mir wirklich die Produkte gekauft und bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil die Produkte, die ich mir gekauft habe, auch so ein bisschen mich an andere Produkte erinnern. Aber das werdet ihr jetzt anhand der Verpackung definitiv auch selber sehen. Gut, das hier ist jetzt... nicht irgendwie dupe-mäßig unterwegs. Skin Augmentic Serum Primer, Multitasking Serum Primer habe ich hier. Das ist eine Full Size. Ich weiß nicht, was Sammy hat. Julius vor allem. Ich bin eine verwirrte Frau. Ich bringe immer mein Kind und meinen Hund durcheinander. Dann habe ich hier die Foundation, die farbtechnisch vielleicht ein kleines bisschen dunkel sein könnte. Das ist die Ultralight Nude Wear Foundation und die habe ich mir gekauft in der Farbe 5, Ultralight Nude Wear Foundation, Ivory. Ja, 25 ml sind hier drin. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie entweder, also das ist halt eine Verpackung, die verschiedene Firmen auch verwenden, würde ich jetzt einfach sagen. Ne? Das ist einmal zu Eva, dann Lancôme, Dior habe ich auch schon in so einem Packaging gesehen. Also das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, ne? Man weiß es nicht. Eye Optimizing Concealer habe ich hier. Das ist dieser Rose Beige Becker, wisst ihr Bescheid, ne? Der Becker Under Eye Brightening Corrector, jo, ist auch noch zu, den wir auch in verschiedensten Farben, in verschiedensten Formen jetzt auch bei Catrice gefunden haben und bei, loslassen, bei Revolution habe ich den auch schon gesehen, ne? Genau. Der sieht jetzt aber sehr, sehr mußig aus, muss ich sagen. So schaut der einmal aus. Und schon dunkler als das, was ich bei den anderen Firmen gesehen habe. Naja, probieren wir auf jeden Fall zusammen einmal aus. Zack, zack, zack. Dann habe ich mir noch geholt das Skin Augmenting Hydra Powder Loose. Also das ist Becker Dingenskirchen Puder Dupe, würde ich persönlich sagen. Ne? Also das habe ich da schon so in der Art gesehen. Und ich habe hier irgendwas unter dem Fingernagel. Ich glaube, das war der Concealer. Okay, von Love gibt es ja auch. Und Love gibt es ja auch nicht mehr. Also irgendwie... Ist das ein böses Omen, wenn eine Firma ein Puder rausbringt, was so Hydra-mäßig unterwegs ist? Man weiß es nicht. Genau. Zack. Also einige Sachen habe ich ja schon, aber natürlich nicht alles. Und manche Sachen haben mich einfach interessiert. Ne? Dann habe ich hier den Big Bronzer Face and Body Bronzing Powder Produkt gedünsten. In der Farbe 50 New Scent auch mitbestellt. Ich war nicht in dem Douglas drin, um das zu swatchen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Das ist ein Riesen-Oschi. Erinnert, also hat mich tatsächlich online an MAC erinnert. Aber wenn ich das jetzt so sehe, nicht mehr unbedingt. Und der hat auch wirklich einen Schimmer mit drin und ist super hell. Okay. Mal gucken, ob die Bratpfanne in meinem Gesicht gut aussieht. Und wie gesagt, mit dem Schimmer. Das müssen wir uns mal anschauen. Könnte aber dann vielleicht auch eher für Art Deco ein Dupe sein von der Farbgeschichte her. Ja. Und dann habe ich hier den All Day Super Fixer Mist, Make-up Setting and Hydrating Mist mitgenommen. Genau. Das könnte vielleicht ein All-Nighter Dupe sein, man weiß es nicht. Ein Augenbrauenprodukt habe ich mitgenommen. Powder Brow Liner, Wood Brow Pencil. Ist das in der Farbe 2? Nein, welche Farbe? Doch, 2 Dark Blonde habe ich mitgenommen. So ein anspitzbarer Stift mit Spoolie. Ein Eyeliner.
Das ist der Cat Eyes Waterproof 18 Stunden Longlasting Eyeliner mit ultra dünner Spitze. Ich weiß gar nicht, zu was wollte ich den denn? Weiß ich auch nicht. Ich muss noch mal so ein bisschen durch meine Gedanken durchgehen, ne? Und das hier ist die, die fand ich einfach hübsch. Douglas X Gentile Cantone Eyeshadow Palette. Das ist einmal diese hier. Die fand ich einfach von der Verpackung her ansprechend. Das ist so eine Limited Edition auch gewesen. Was mich übrigens total verwirrt hat, gestört hat, aufgeregt hat. Ich habe eine Bestellung getätigt bei Douglas und ich habe 4 Lieferungen bekommen. 4. Also, wie kann das wirtschaftlich sein, ne? Fand ich sehr crazy. Und ein Produkt, den Lippenstift, haben sie mir storniert, weil der auf einmal ausverkauft gewesen sein soll. Das wäre übrigens dann ein Dupe zu Yves Saint Laurent gewesen. Aber gut. Ja. Wobei diese Lidschattenpalette auch vielleicht so ein bisschen an irgendwelche Anastasia-Paletten erinnern, aber das tun die von Douglas ja von der Aufmachung her immer. Wobei ich sagen muss, da kommen die im Leben nicht dran. Wenn ich mir die Töne jetzt hier so auf den ersten Blick ansehe, sind doch viele ähnliche mit dabei, ne? Also die beiden ähneln sich schon sehr. Der könnte auch noch mit in das Schema kommen. Die beiden ähneln sich auch sehr. Ich muss mal schauen, wie ich mit der Palette zurechtkomme, aber da plane ich mit euch zusammen ein Full-Face-Schminki mit Douglas-Produkten. Das ist halt immer so zur Frühlings-Sommerzeit, ne? Dass ich da dann auch so ein bisschen mich auf die Full-Face-One-Brand-Geschichten fokussiere und euch das einfach mal präsentiere. Und der Frühling kommt. Er ist in den Startlöchern und dann kommt das Schminki auch sehr bald. Wo wir dann auch schon bei der nächsten Geschichte sind, und zwar bei Neonail. Da habe ich bei Maxim gesehen, ich glaube, der hat mittlerweile sogar eine Kooperation mit denen, oder? Dass der die Produkte vorgestellt hat und daraufhin habe ich mir dann auch einiges bestellt. Alles. Und da starte ich einfach mal mit Get the Power Line, oder? Was ist das hier? Intense Serum Pure Perfecta Skin Improving mit Niacinamiden, Hyaluronsäure und Centella Asiatica Extrakt. Also du hast hier wirklich Skincare Ingredients auch mit drin enthalten. Und dann schauen wir uns mal die Produkte an. Oh, Sammy. Was machst du denn hier? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Willst du auf meinen Schoß? Hm? Ich glaube, da bist du aber ein bisschen zu schwer für. Das sieht ziemlich cool aus. Da haben wir nämlich so Bubbles drin. Und die sollen dann auch so ein bisschen den Ton ausgleichen und ebenmäßiger machen. Kann man als Primer verwenden. Kann man auch solo verwenden. Ne? Sieht auf jeden Fall total hübsch aus. Und ich fand es auch preislich okay. Ne? Ne, 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 ne. Dann habe ich hier das Puder Intense Serum Powder Skin Improving Get the Power auf Niacinamide, Mika und Lichtschutzfaktor 10. Das ist sehr, sehr süß. Ja, da werde ich mir dann nochmal ganz intensiv anschauen. Translucent ist die Farbe, ne? Was Maxim dazu gesagt hat, weil der hat jetzt auch irgendwie gerade ein zweites Video hochgeladen dazu, wo er dann nochmal die Kooperation halt hatte und das Briefing auch bekommen hat, beziehungsweise die Information über die Produkte. Und da kann man dann hinter die Kulissen schauen. 10 Gramm ist ganz schön viel. Das sieht sehr witzig aus. Vegan und 98% natürliche Inhaltsstoffe. Das sieht wirklich witzig aus, ne? Nimmt irre viel Platz weg in der Sammlung. Interessant. So ein Puffel. Ne? Erinnert mich an Love, muss ich sagen. Love hat da nämlich auch schon mal so ein Pudergedönsen gehabt. Foundation, Intense Serum Foundation, Skin Improving mit Niacinamiden, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 30. Ne? Das ist dann eher so als zusätzliches Add-on zu verstehen. Lichtschutzfaktor sollte man so oder so in der generellen Skincare-Routine immer integriert haben. Hier, ja, sieht nicht so spektakulär aus. Hier sind 67,5% natürlichen Ursprungs, 30 Milliliter. Jo, zack. Also die Verpackungen sehen jetzt, ich habe hier irgendwie ein Haar. Ich habe hier ganz schön viele Haare. Sehen nicht so super poppig aus. Das ist halt eher so clean unterwegs. Dann habe ich die Intense Serum Mascara, White Lash Complex, Vitamin E und Rizinusöl. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch wirklich funktioniert, weil ich finde, wenn du Öl oder zu viele Öle in Mascaren oder so oder Mascaras drin hast, macht das nichts auf den Wimpern. Dann pflegt das vielleicht die Wimpern, aber es macht halt nicht so einen Fuh, ne? Und das Wawawum, und das habe ich heute zum Beispiel auch da. Fehlt mir das Wawawum definitiv, aber naja, sie werden immerhin gepflegt. Und das hier ist auch eine Tube,
Natural Origin Ingredients. Da steht gar nichts drin. Ist das dann 100%? Das weiß ich nicht. Ist auch crazy, ne? Weil hier stand bei den anderen, da seht ihr nämlich diesen Kreis, der ist hier leer. Bei den anderen war da was drin. Egal. Hier haben wir die Mascara. Können wir uns mal anschauen. Riecht angenehm, ne? Ist jetzt nicht wild. Es hat nicht viel Produkt außen drum zu. Ein sehr unspektakuläres Kunstfaserbürstchen. Ich befürchte, dass sie nicht viel auf meinen Wimpern machen wird. Ich sag's euch, wie es ist. Aber das ist nicht schlimm. Man kann sowas ja auch sonst dann einfach kombinieren mit krassen Mascaras. Hier habe ich dann auch den Intense Serum Concealer mit Niacinamid, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 10. Und dann schauen wir dort mal auch rein. Und das ist auch interessant, ne? Dass so eine Firma, die eigentlich sich so auf Nagellacke spezialisiert hat, mit so einer Skincare-Ingredient-Infused Make-up-Geschichte rauskommt. Ja, habe ich hier eine 01 Porcelain, habe ich mir ausgesucht. Genau, weil hier steht 98% sind natürliche Inhaltsstoffe, ne? Na gut, so schaut der Concealer aus. Ist auch so eine Tube. Ja. Bin ich gespannt, wie die Produkte dann bei mir funktionieren. Jetzt kommen wir zu der Colourpop-Bestellung, die ich auch getätigt habe. Und da hatte ich genau so eine Aktion mitgenommen, dass du weltweit versandkostenfrei bestellen kannst. Macht das bitte nur zu solchen Aktionen. Also entweder, dass ihr versandkostenfrei bestellt und da sparen könnt oder wenn es da irgendwelche Sale-Aktionen gibt, weil ihr habt immer, dass ihr Zoll bezahlen müsst, ne? Und da ist es dann immer so, 30 Euro habe ich bezahlt, also 29,50 Euro Zoll habe ich bezahlt. Das sind dann quasi die 23,50 Euro Zollgebühren und 6 Euro DHL, bla bla bla, kümmert sich drum Gebühren. Und ja, soll sich ja auch irgendwie lohnen. Colourpop ist vergleichbar mit BH Cosmetics von den Preisen und von den Qualitäten her. Und hier habe ich jetzt einmal die Frozen Produkte mir gekauft, ein paar davon. Es startet mit so einem The Dark Sea Glitterally Obsessed Glitter Gel und oh Gott, ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass das vielleicht ankommt und ich das dann so Richtung Karneval auch verwenden kann. Auch nächstes Jahr ist nochmal Karneval, ansonsten Halloween oder so, ne? Da hast du halt wirklich Gel und in diesem Gel ist Glitzer mit drin. Habe ich bislang in meinem Leben noch nie wirklich gebraucht, aber ich habe es gesehen und irgendwie gedacht, ich brauche es dann irgendwie doch. Dann habe ich Lippenprodukte mitgenommen. Das ist einfach hübsch. Das ist Frozen 2 Little Snow Cream. Weiß ich nicht. Gab es da unterschiedliche Farben? Ist auf jeden Fall hübsch. Guck mal. Ja. Also tolles Verpackungsdesign. Schöne Farbe. Ich glaube, irgendwie musst du jetzt rechtfertigen, dass du die Produkte gekauft hast, ne? Ist mein Job. Ist mein Job. Das ist die Ausrede schlechthin. Okay, dann habe ich hier noch so einen Lipgloss, der auch sehr speziell aussieht. Wie heißt denn die Farbe? Mythic, genau. Mythic Journey, genau. Mystische Reise. So schaut das aus und das ist dann eher so ein Liptopper, ne? Das kannst du dann on top geben, wie der Name sagt. Dann habe ich hier die Lidschattenpalette auch. Die Elsa-Palette. Oh mein Gott. Also ich finde, dass Elsa hier drauf nicht so aussieht wie in dem Disney-Film. Ne? Das triggert mich leider ein bisschen, aber wir kommen damit klar. Und die Töne sind jetzt auch nichts, wo ich sage, das habe ich jetzt immer gebraucht. Ne? Das ist eine super kühle Palette. Irgendwie ist die aber auch schön. Dieses gepresste Glitzer in der Mitte ist halt irgendwie auch speziell und super schwierig wahrscheinlich zu verwenden. Aber das sind halt Schneeflocken. Die gehören halt auch zu der Palette dazu. Keine Ahnung, was man damit für einen Look schminken soll. Echt nicht, aber irgendwie finde ich die süß. Keine Ahnung. Oh, ja, das war jetzt ein relativ nicht ganz so durchdachter Einkauf. Ne? So, als nächstes habe ich mir mitgenommen die Troublemaker Pressed Powder Palette. Das ist diese hier, die natürlich jetzt von außen sehr hart aussieht und von innen einfach mal was anderes ist. Und zwar ist es ein Traum in Kühl. Ich habe diesen Einkauf getätigt, nicht nur für mich, sondern auch als Geschenk für die liebe Like a Daisy in Spring, für die liebe Sarah Isabel, Mensch. Und die werde ich ihr auch mitschicken, weil sie liebt kühle Paletten. Und ich hatte sie auch gefragt, welche Lidschattenpaletten oder was, ja, welche Paletten hätte sie halt von Colourpop. Und ja, die hier war auf jeden Fall nicht mit dabei, genauso wie gleich eine andere, die ich euch auch zeigen werde.
Tja, ich mache ihr einfach eine kleine Freude. Sie hat mir letztes Jahr auch eine wundervolle Freude gemacht zum Geburtstag. Und das ist die Daisy Does It Palette. Das muss daraus sein, ne? Also da bin ich drauf gespannt, auf ihre Reaktion, wie sie das so findet. Aber hier hast du natürlich die Gänseblümchen extremst krasse Eskalation außen dran, 3D-mäßig, richtig schön, richtig schön. Und von innen ist die halt auch hübsch, aber recht schief gepresst, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, also manche Töne, ne, da habe ich ein bisschen Schiss, dass sie mir jetzt einfach so aus den Fännchen rausplumpsen. Das ist schade, weil ich möchte sie ja verschenken. Also So Fresh und Chain Letter ist ein bisschen schwierig, aber ich meine auch mal gehört zu haben, dass öfters die Kunden Probleme haben mit den Paletten von Colourpop und dass es immer so ein Glücksspiel quasi ist, aber noch sieht das alles soweit so gut aus und ja, das lege ich dann auch zur Seite. Ich habe schon einiges auch unten liegen und das wird alles noch schön verpackt. Und dann habe ich noch zwei Paletten für mich geholt. Einmal die Holidays, The Muppets. Die war reduziert, die musste mit, Leute. Oh, also die Muppets begleiten uns hier in unserem Zuhause auch in der Weihnachtszeit. Und das ist halt so unser Weihnachtsfilm, ne? Und deswegen fand ich das einfach total passend. Und als die dann auch noch reduziert war, da konnte ich nicht Nein sagen. Die musste ich mitnehmen. Und die sieht wirklich toll aus. Richtig, richtig, richtig cool. Auch hier, die gepressten sind irgendwie so ein bisschen out of order, aber hey, guck mal, wie schön das aussieht, ne? Meine Güte, der Regenbogen in einer Palette, da hast du Spaß. Da hast du Spaß. Da fehlt nur ein Gelb, ne? Aber sonst finde ich das großartig. Auch schöne Glitzertöne, Schimmertöne. Habe ich Bock drauf, Mensch. So, und jetzt kommen wir gleich zu dem letzten Produkt. Ich habe euch natürlich die Produkte auch in der Infobox verlinkt, sofern ich sie noch gefunden habe. Ne? Ja, da musste ich auch zuschlagen. Und zwar habe ich hier von Colourpop die Harry Potter Palette, Pressed Powder Palette. Das ist diese hier, Back to Hogwarts. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen, denn im Prinzip ist Harry Potter mit mir zur Schule gegangen, denn als der erste Harry Potter Film rauskam, was ja quasi dann 5. Klasse ist, bin ich auch in die 5. Klasse gegangen, ne? Und so ging das dann immer weiter. Das ist natürlich irgendwie cool, also wenn man das so hat. Ich glaube, die Schauspieler sind alle irgendwie ein Jahr jünger als ich oder so. Ich glaube schon, ich bin ja 89 geboren und ja, ich fand das total witzig und ja, deswegen ist es für mich halt so ein bisschen Kindheit. Tatsächlich. Und deswegen waren die Filme dann auch immer genau für mein Alter entsprechend, weil ich ja mit denen dann auch groß geworden bin. Deswegen war es eigentlich schiedegal, wie die jetzt von innen aussieht. Die musste halt mit. Und dann ist halt das Positive, dass sie von innen gut aussieht. Die sieht wirklich gut aus, ne? Ja, dieser Invisible Cloak, also der unsichtbare Mantel, sind mehrere Töne in diesem Fännchen. Gillyweed, oh mein Gott, wie wunderschön sieht dieser Ton aus. Forbidden Forest, der hat so Glitzerstäbchen auch mit drin. Also ganz spektakuläre Palette. Guckt die euch mal an. Das ist cool, ne? Ja, und ich habe sie mir jetzt geholt. Muss man eigentlich so halten. Genau. Das ist halt immer so die Sache, muss ich wirklich sagen. Wenn ich dann so ein bisschen Kindheit wieder für mich nach Hause hole. Ich bin dann immer so ein bisschen nostalgisch und man erinnert sich natürlich dann auch an das ein oder andere und ja, waren verrückte Zeiten für mich. Aber eine schöne Palette. Mensch, wir werden jetzt nicht emotional. Okay, also, ihr habt jetzt den Haul gesehen, es war kunterbunt. Ja, aber das sind jetzt die Neuzugänge. Da werdet ihr wahrscheinlich, also entweder habt ihr schon Videos zu den Schminkis oder so gesehen oder die kommen jetzt demnächst noch online. In den nächsten Tagen werde ich die nämlich verwenden. Und ich freue mich drauf, das Paket für Sarah Isabel zu packen. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von meinem kunterbunten Vierfach-Haul. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.